sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitmenschen, ich freue mich, dass ihr hier seid und nicht irgendwo anders. Und die ausführliche Begrüßung machen wir gleich. Wir fangen wie immer mal mit was Schönem an. Ja, jetzt habt ihr schon von den musikalischen Teil mal einen kleinen Eindruck bekommen. Von mir bekommt ihr hoffentlich auch noch einen. Und mein Name ist Burkhard von Hoch und ich wollte ein, zwei Sachen schnell vorweg sagen. Meine Stimme ist dauerhaft angeknackst und das hat mit Krebsoperationen vor einigen Jahren zu tun. Man sagt mir zwar immer, man reicht doch noch. Ich hoffe, das stimmt auch. Aber falls nicht, habe ich versucht, da ein bisschen Vorsorge zu treffen. Ihr seht da vorne meine zahlreichen Flyer zu den Themen des Abends. Und sind hier unter anderem auch eins, das sind alle Texte von heute Abend drin, kann man gerne mitnehmen. Und wenn es zu wenig sind, schicke ich es auch gerne zu. Und dann, ich lese heute aus meinem Buch am Ende, die sagt, in der Niederlagen, da steht, es ist ein autobiografischer Roman. Zu dem Roman haben wir einen Anwalt geraten, das würde dann die mögliche Folgung etwas verringern, also auf eine ordentliche Kündigung und nochmal 3.000 Euro wegen Verleumdung. Das fand ich so auch für fragwürdig, weil Verleumdung, da müsste ich ja Sachen schreiben, die nicht stimmen und das habe ich ja nicht getan. Ne? Aber der Anwalt sagte, das ist ein Wort, in dem Last Chase
von mir wissen, das wäre er. Sein Roman, also es ist eine Autobiografie und ich habe noch einige Namen leicht verändert. Es gibt ja zum Beispiel in Ludwigshafen keine Bürgermeisterin, die Bruchstein heißt oder wo. Ne? Also, ja. Es ist ein Buch von 170 Seiten, plus Anhänge. Hat man mich beim Bermuda-Funk gefragt, ob ich die anderen lese, habe ich gesagt, wenn ich das Publikum sehe, mache ich das auch. Ne? Ich muss morgen früh erst hier raus sein. Nein, ich habe zwei große Themenbereiche ausgewählt. Der erste Teil, den habe ich in den offiziellen Flyern so ein bisschen beschrieben, Dramatik-Action und so weiter. Das stimmt insofern auch. Aber es hat natürlich auch einen wichtigen Hintergrund. Ich bin mehrfach abhängig mit dem Schwerpunkt Alkohol-Trinkmittel. Ich bin zufrieden, abstinent und stehe seit 1989 und ich beschreibe da meinen persönlichen Tiefpunkt und auch den ersten Schritt da hinaus. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, nach einer kleinen Pause, das seht ihr schon auf meinem T-Shirt, ne, da auch schon mal hingeschrieben. Ich bin der Vorsitzende meiner Deutschlands. Ich hoffe zumindest, dass es nicht noch mehr Fälle in dieser Art gibt. Ich bin das nicht gerne, ich bin das nicht freiwillig, aber ich bin es und ihr alle bezahlt mich, wenn ihr Steuern zahlt, wenn ihr zahlt Steuern, und sei es immer die Mehrwertsteuern beim Einkaufen. Ne? Seit über 8 Jahren zahlt ihr mich mit den Gegenleistungen, die ich für euch erbringen darf, besteht eben gar nichts. Ich bekomme auch meine Leistungszulage jedes Jahr, ne? Und die Jahressonderfahrung. Und das ist so eine Sache, die finde ich eigentlich überhaupt nicht in Ordnung, weil ich bin nicht aus Versehen Sozialarbeiter geworden. Hier ist Sozialhilfe, wollte ich immer geben und zurückgeben. Und deswegen wollte ich das da, aber auf jeden Fall wollte ich mehr davon erfahren und habe das als zweites Thema gewählt. In Ihrem Buch steht noch ein bisschen mehr. Und dann lese ich euch auch ganz vor, sechs Lappen vor, was da noch so drin vorkommt und auch eine ganz kurze Zusammenfassung über mich. Und dann bin ich endlich ruhig und ihr könnt mir da Musik hören. Also, das Buch hat Thomas Knaas, das war so Lukas Pomp, ne? Das ist mein Jünglingsname oder Geburtsname. Ne? Und später dann Thomas Bloch-Knaas, ich heiße Lukas vom Buch. Ne? Das ist also, das finde ich im Buch. Spätestens, als er selbst grundlos sein Auto in Flammen aufgehen lässt, weiß Thomas Bloch, dass etwas geschehen muss. Die Auseinandersetzung mit seiner Suchtkrankheit vielleicht aber nicht der einzelne Stolperstein für ihn. Als kleiner Bruder der 68er Generation führt sein beruflicher Weg als Sozialarbeiter ihn in die Position eines Fallmanagers im Jobcenter. Die Erkenntnis, dass er dort Menschen nicht wirklich beraten und ihnen helfen soll, sondern diese kontrollieren und strafen soll, ruft nach nur wenigen Jahren ein erfolgreiches Mobbing durch seine Vorgesetzten hervor. Schließlich stehen noch eine Krebserkrankung und zuvor das Ende seiner Ehe auf dem Programm. Das muss aber nicht aus den üblichen Gründen, wie ihm klar wird. Sein Arbeitgeber zwingt ihn letztendlich in die Rolle des fausten Sozialarbeiters Deutschlands. Und noch weitere Kämpfe ganz anderer Art schließen sich dem an. Aber ist denn deswegen wirklich am Ende? Oder wird die Zahl der Niederlagen aufgehen und
Früchte tragen. Noch hin zum Buch, von ihr noch ein paar Stichworte. Lukas von Buch im A, geborener Sohn, 1957. Erzieher, Sozialarbeiter und Erziehungswissenschaftler. Aktivist, Literat, ehrenamtlich aktiv. Ex-Freiländischer Entschlusspendler. Lebt in Ludwigshafen am Rhein. Eine Stadt, die als arm, verschuldet und nicht gerade sexy gilt. Obwohl doch dort der Aufsicht des größten Chemiekonzerns der Welt angesiedelt ist. Die BASF. Beim nächsten Lied hätte ich gern die Gabi, meine Frau, mit nach vorne, das habe ich etwas begleitet. Der gelegt.
das erste Kapitel unter der Überschrift Tiefpunkt Sucht ist der Anfang des Buches und das Unterkapitel heißt Krise. Thomas Bloch war am Ende. Im Dezember würde er 30 Jahre alt werden, wenn er es dann erleben würde. Jetzt aber stand er vor seinem brennenden Auto. Offiziell gehörte es zwar seinem Vater, war ihm aber schon seit Jahren zur alleinigen Nutzung überlassen worden. In Frank gesetzt worden war es soeben von ihm selbst. Das Interessante daran war der Grund, warum er das getan hatte. Es gab keinen. Die Erkenntnis, dass an seinem Handeln in den letzten 10 Minuten so einiges ganz und gar nicht in Ordnung war, drang aber nur langsam in sein Gehirn vor. Ursächlich dafür war auch, dass auch als Schlafmittel eingesetzte Neuroleptikum, das er zur Nacht eingenommen hatte, sowie etliche Mini-Fläschchen Schnaps, die er tagsüber gegen seinen leichten Zahnschmerz eingesetzt hatte. Ein befreundetes Paar hatte ihn mit sanfter Gewalt genötigt, in deren Fernsehzimmer zu übernachten. Sie meinten, nach dieser Art Zahnbehandlung solle er eindeutig nicht mehr Auto fahren. Beide waren dann zu Bett gegangen. Zum Glück handelte es sich um ein ländlich gelegenes Anwesen. Direkte Nachbarn gab es nicht. Er hatte nicht mit dieser Entscheidung seiner Bekannten gehadert, wie man nachvollziehen war. Zwar gab es nicht mehr viel zu trinken, doch seine besonderen Schlafkinder hatte er auf einen Löffel zerfallen lassen und seine Geschmuck. Auch das Fernsehprogramm hatte etwas aus dem von ihm bevorzugten Science-Fiction-Genre zu bieten. Das Ende einer Odyssee, Galactica 3. Die Zylonen griffen die lange gesuchte Erde. Die Zylonen griffen die lange gesuchte Erde an. Strahlengeschützer feuerten auf Gebäude und Autos, die explodierten oder in Flammen aufgingen. Seine Sinne hatten sich immer mehr eingetrübt. Aber seltsamerweise wurde er nicht wirklich müde, eher ein wenig unternehmungslustig. Eine noch halbwegs klare Erinnerung war dann die, dass er in sich hineinsicherte, weil ihm ein Buchtitel von Heinrich Böll eingefallen war. Ende einer Dienstfahrt. Auch an das Hauptmotiv der Handlung hatte er sich erinnert. Am Ende seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr erhält ein Soldat den Befehl, durch ziehenloses Fahren mit einem Geländewagen den für die routinemäßige Inspektion erforderlichen Kilometerstand zu erzeugen. Er fährt aber stattdessen nach Hause. Gemeinsam präparieren Vater und Sohn den Wagen und verbrennen ihn unter Absingen von Litaneien auf offener Straße. Die anfänglich als politisch motiviert eingestufte Straftat wird aber im Laufe der späteren Gerichtsverhandlung und nach der Anhörung eines Kunstprofessors namens Büren als eine Form der Anti-Kunst, als Happening, neu bewertet und nur milde bestraft. Was danach geschah, erlebte Thomas wie in einer Art Traum. Er beobachtete sich quasi selbst und
auch dies mit einem nur relativ milden Interesse. Sein traumwandlerisches Ich realisierte durchaus, dass der Weg durch die Küche zur Haustür, die vermutlich auch abgeschlossen war, zu auffällig war. Die beiden im Schlafzimmer würden ihn hören und ihn bemerken. Das Öffnen des Fensters in seinem Zimmer aber nicht. Das tat er und hangelte sich hinaus in den Garten. Obwohl im Erdgeschoss war der Abstand zum Boden doch etwas höher als gedacht, aber auch das gelang. In einer sehr versteckten Ecke seines Bewusstseins fragte sich sein beobachtendes Bewusstsein mittlerweile mit einer halb hochgezogenen Augenbraue, was der Kerl eigentlich vorhätte. Es löste dann aber weiter. Nun hatte er erstaunlich zielgerichtet gehandelt. Der Autoschlüssel war noch in seiner Hosentasche. Er öffnete den Wagen und sortierte einige der Dinge, die er in den Stand, nahm sie dort heraus und deponierte diese einige Meter entfernt auf dem Erdboden. Etliche Zeit später, wenn er lange darüber nachgrübelte, nach welchen Kriterien dies geschehen war, nach welchen Prioritäten, allerdings vergeblich. Nun öffnete er den Tankdeckel, nahm einen langen Schal aus dem Wagen und drehte diesen ein deutliches Stück in den Tank hinein. Er ließ ihn sich vollsaugen, zog ihn wieder heraus und warf den Schal in das Wageninnere. Den Tank ließ er geöffnet. Streichhölzer fand er in einer seiner Hosentaschen. Er riss eines der Hölzchen an, wartete einen kurzen Moment und warf es dann ohne zu zögern durch die geöffnete Magentür ins Innere. Der Erfolg trat sofort ein. Der stark im Ziel getrennte Stahl fing augenblicklich Feuer und loderte beeindruckend auf. Die Flammen griffen schnell auf das sonstige Wageninnere über. Einige Sekunden stand er nun aus mittlerem Abstand auf den brennenden Wagen. Versonnen, ruhig und fasziniert. Dann machte es metaphorisch gesprochen lautes vernehmlich Klick in seinem Kopf. Die handelnde Persönlichkeit der letzten 15 Minuten hat sie sich abgemeldet, war weg. Warum? Weil sie mich doch erschrocken hatte oder eher, weil jetzt alles, was zu tun war, mindestens erledigt war? Er wusste das nicht, er wusste nur, dass er sich nun erschrak. Hat sich nicht mehr zur Eingangstür des Hauses, die Klingel funktionierte anscheinend nicht, und er trommelte mit den Fäusten dagegen und schrie mehrfach, es brennt, es brennt! Nur wenig später kamen Elke und Wolfgang heraus, in Nachtwäsche. Aber die Situation sehr schnell richtig erfassend. Sie blieben angesichts der Lage erstaunlich ruhig. Beide waren absolut keine Spießer, so wie Thomas auch, und haben schon so einige Spielarten menschlichen Verhaltens erlebt. Sie traten neben Thomas mit gebührendem Abstand zum lodernden Wagen. Nach kurzem Überlegen meinte Wolfgang, okay, ich fahre unser Auto nochmal lieber ein paar Meter weg zur Sicherheit. Elke eilte der Wagen durch den Haus, um die Feuerwehr zu rufen. Ausgerechnet, als Thomas den Punkt der größten Annäherung zum brennenden Wagen erreichte, schoss eine Schießflamme aus dem geöffneten Tankdeckel. Er zuckte zusammen, zog ruckartig den Kopf ein und die Schultern hoch.
Doch die Flamme war stark aufwärts gerichtet, verfehlte ihn deutlich. Äußerlich ungerührt ging Wolfi weiter und setzte den Wagen des Paares um. Danach verschwand Thomas Erinnerung ein wenig. Er saß im Wohnzimmer des Hauses, die Feuerwehr war gekommen. Viel war eigentlich nicht mehr zu tun, der Wagen war komplett ausgebrannt. Natürlich war Vorsichtshalber nachgelöscht und versichert worden. Ein Feuerwehrmann hatte versucht, ihn zu befragen, allerdings mit relativ wenig Erfolg. Er war geschockt und verwirrt. Zweifelte ernsthaft an seinem Verstand, also an dem, worauf er immer stolz gewesen war. Er war nicht groß, er war nicht stark, seine Eltern waren nicht arm, aber auch nicht überdurchschnittlich wohlhabend. Aber sein Verstand, sein Intellekt, da hatte er etwas zu bieten, das war ein ganz klar gewesen. Doch der hatte sich nun anscheinend verabschiedet, hatte gezeigt, dass es keine Garantie für seine Anwesenheit gab. Das ängstigte ihn ganz enorm, das war ein absoluter Tiefpunkt, ein persönlicher Schrecken. In seiner Gegenwart hatte man trotz der späten Stunde seinen Vater angerufen, ihn informiert und insbesondere gefragt, auf dieser Anzeige erstatten wollte. Er wollte nicht. Irgendwie war Thomas damit nicht ganz zufrieden. Er wollte verhaftet werden, wollte mitgenommen werden, zur Strafe, sicherlich. Aber vor allen Dingen, um andere Menschen auch sich selbst vor ihm zu schützen. Die Feuerwehr erklärte sich jedoch klar für nicht zuständig. In einer tragisch-komischen Geste hatte er daraufhin unzufrieden und verwirrt auf den Tische umhergeschaut und dann aus der Obststörbe in der Mitte nacheinander aber ziemlich einige Äpfel, Orangen und Bananen genommen und diese umhergeworfen, nicht weit und ein sehr mäßiger Bruch immerhin, aber dann war nicht mehrfach Nehmt mich mit, ich hab sie nicht mehr alle, Es hatte nichts genutzt, die Feuerwehr rückte ab. Elke und Wolfgang hatten ihn beruhigt und versichert, sie würden schon aufpassen und alles richtig machen. Einstieg kommt noch dazu, aber... Da darf ich mich gar nicht wieder auf die Bühne tippen. Das nächste Lied, was ich gemacht habe, ist, dass die Zeit eben so schnell vergeht, aber das, man muss sich nicht fürs Leben grämen. Thank you.
Vielen Dank. Vielen Dank. Das nächste Unterkapitel dazu heißt Angst und Aufbruch. Die nächsten Tage oder ein paar Wochen werden wir ein wenig verschwommen, lethargisch, seelisch und auch geistig, fast wie gelähmt. Doch der schreckende Schock blieb. Eine grundlegende Angst hatte sich seiner bemächtigt. Das war wirklich diese Sache, die man in der Arbeit in Zugfragen den persönlichen Tiefpunkt nannte. Er wollte seinen Verstand nicht unkontrolliert verlieren, ganz sicher nicht. Es gab Möglichkeiten und Potenziale. Er konnte kreativ sein, sich für gute Dinge einsetzen, schreiben, auch wenn das alles in den letzten Jahren zunehmend weniger und immer chaotischer geworden war. Das alles wollte er nicht endgültig verlieren. Langsam kämpfte sich Thomas aus seiner schulbewussten Depression hervor. Seine Eltern hatten ihn in ihrem Gästezimmer aufgenommen, aber seine kleine Wohnung in der Nähe blieb unbefriedigt. Sie hatten auch ein Gespräch mit dem Sprecher der örtlichen Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes arrangiert, der ihn besucht und auch einen guten Eindruck gemacht hatte. Er fasste einen Entschluss. Im nahegelegenen Ort Herten gab es die Möglichkeit einer qualifizierten stationären Entgiftung. 3 Wochen statt 2 und mit der Möglichkeit zu Beratungsgesprächen. Anders also als in den üblichen Entzugsstationen in Krankenhäusern, die fast ausschließlich 2 Wochen anboten und stark auf den medizinischen und körperlichen Aspekt konzentriert waren. Er meldete sich dann an und bekam einen Aufnahmetermin. Als es soweit war, aufzubrechen, wollten ihn seine Eltern dorthin fahren. Aber das wollte er nicht. Er wollte sich nicht abliefern lassen und er wollte auch seinen selbstverfassten Entschluss symbolisch selbst und allein umsetzen. So bestellte er ein Taxi und begann seinen Weg. Auch ein Buch hatte er dabei im Gepäck. Das war ein kleiner Lichtblick gewesen. Richtig freuen konnte er sich nicht. Dazu war die Gesamtsituation zu bedrückend für ihn. Aber die Lieferung eines Kartons mit einem Dutzend Buchexemplaren der Anthologie Träume und Arbeit war in sein seelisches Chaos hineingeworfen worden. Der Graupenverlag hatte tatsächlich einen seiner Texte dafür akzeptiert. Das nächste Lied heißt Finde deine Träume. Die Reihenfolge machen wir so, also gehen wir träumen. Die Reihenfolge war jetzt kurz. Aber machen wir jetzt erstmal der Burkhard seinen Traum. Ja, ich hab schon mal so. Ja, okay, kein Problem. Wir wollten das schon ganz toll Übergang machen, ne? Ohne dass ich was sage, wo ich zu sein bin. Wir schaffen das. Unerwartet trägt er das vor. Jetzt ist es nicht ganz so unerwartet, aber ich hoffe, es ist trotzdem gut. Traum ohne Ziel. Nun ist es dunkel und er schleicht wieder einsam durch die Nacht. Wo ist der Anfang? Wo das Ende seines Weges? Trübe flackern die Lichter der Laternen. So auch seine Gedanken.
verirren durch seinen Geist, der keine Klarheit mehr hat. Verheißungsvoll tanzen die Lichter aus den Fenstern umliegender Häuser. Verspricht ihr magischer Schein Wärme und Geborgenheit? Oder sind es nur Wegweiser am Rande schon seit Ewigkeiten ausgetretener Pfade? Die Reflexe der nassen Straße werfen auch seine Gedanken zurück, undurchdringlich. Wie frisch und klar die Luft ist, wenn auch das Dunkel den Blick nicht weit dringen lässt. Sein Weg kennt kein Ziel und ist doch noch so weit. Erinnerungen treiben durch den Nebel an Menschen, auf die er in dieser Stunde gewartet hat, ohne ihnen jemals wirklich begegnet zu sein. Schritt um Schritt, durch die Nacht. Ein Sehnen im Herzen, Verzweiflung in der Seele, Asphalt nass. Ein paar Sträucher am Wegesrand und die Burgen aus Stein, heruntergekommene Träume von Schlössern und Glück. Ringsum die Nacht. Das Dunkel lässt jede Richtung frei. Jetzt kommt meine Träume. Muss man dazu sagen, das ist eine Dichtung von Burkhard Thoma. Aber ich habe gesagt, das ist von Burkhard. Der erste Sommer mit Weg. Ja, dann würde ich so sagen, ich bin auch Vegetarier, lebenslang. Nein, meine Eltern waren Kanadier, das hat sich so ergeben. Und ich bin lebenslang auch Vegetarier und freue mich deswegen auch besonders nur so ein Thema an. Ne? Und
Taten haben Konsequenzen. Unruhe und Nervosität kamen nun hinzu und Schlaflosigkeit. Oft saß er nachts im Aufenthaltsraum, meist allein. Noch öfter strich er den längsten Gang der Station ab. Mit leisen Schritten hin, zurück, wieder hin, wieder zurück. Draußen war die Nacht. Niemand war zu diesen Uhrzeiten zu sehen.
Die Türen waren zu und die Außentüren waren abgeschlossen. Im Bereitschaftszimmer war immer jemand klar. Und er war noch freiwillig hier. Was würde der Diensthabende tun, wenn er anklopft und sagen würde, sorry, aber ich kann nicht mehr, ich möchte gehen. Schließen Sie bitte auf. Er würde es wahrscheinlich mit Worten probieren, versuchen ihn zu schleifen, zu überreden, eventuell sogar einen richtigen Psychologen herbeitelefonieren, der dasselbe versuchen würde. Wenn er eher wortkarg bliebe, höflich, aber bestimmt auf seinem Verlangen bestehen würde, mussten sie ihn gehen lassen. Und würden das auch tun. Die Andeutung eines Lächelns war in seinem Gesicht zu sehen. Er flieht. Ich möchte ihn letzten Mal jetzt nochmal lesen. Aber wenn er eher wortkarg bliebe, höflich, aber bestimmt auf seinem Verlangen bestehen würde, mussten sie ihn gehen lassen und würden das auch tun. Die Andeutung eines Lächelns war in seinem Gesicht zu sehen. Er blieb. Das passt dann, das nächste Lied heißt Never Give Up. Some
Ich kann es gebrauchen und ich habe auch für euch ganz viel Getränke besorgt, Multisaft, O-Saft, stilles Wasser, Medium, Salz gefühlt und ungefühlt findet man da im Grunde. Das funktioniert alles auf Spendenbasis, steht dann eben, könnt ihr was reichen oder auch nicht, ist egal. Auch mein Buch könnte man, wenn man doch zwingend weg muss, könnte man dann davon bekommen. Und ansonsten würde ich sagen, und die Flugblätter sind natürlich auch alles zu mitnehmen. Und die Broschüren zu den Themen des Abends, ne? Die haben einmal durchgehen. Ne? Die Rückseiten sind noch frei, da kann man auch mit Hitzbildung. Also 5,5 Minuten, okay, ich hoffe, ich sehe euch wieder. Danke. Das ist dein Text und ich komme dann mit dem Text. Ich komme jetzt mal. Ich kann auch mal spielen, wenn du willst. Ihr merkt es schon wieder. Okay, also das ist jetzt, bin ich die Grafik final oder die rote Sonne müssen wir was dazu spielen? Muss ich nicht, aber das war jetzt nicht geplant. Sind alle wach? Nimm mich mit,
vielen Dank. Ich werde jetzt versuchen, das zweite große Thema mehr oder weniger ohne Unterbrechung durch Musik, ohne Ergänzung durch Musik zu lesen. Ich trinke das zwischendurch mal einen Schluck. Das Kapitel hat im Buch, glaube ich, ungefähr 78 Seiten. Von daher war es nicht ganz einfach, so besonders klare Schleifsicht herauszufischen. Ich habe aber mal versucht. Und was haben wir gesagt? Sie haben eine Frage. Und jetzt fange ich aber erstmal an. Und das Oma-Kapitel heißt Rausgeforst. Der Faustgerüst kam am Alter Neustand. Thomas Lochner war am Ende. Er wusste es nur noch nicht. Es war Montag, der 17.11.2014, 9 Uhr vormittags. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihm ein Teil seiner Ehre dauerhaft genommen. Ehre? Das war ein altertümlicher Begriff und auch einer, der heutzutage oft mit Unwogen in Verbindung gebracht wird. Ehre bedeutet aber ursprünglich nicht Achtungswürdigkeit oder verdienter Achtungsanspruch. Er wurde ohne jede Vorwarnung von seinem Arbeitgeber freigestellt unter Fortzahlung der Misslinge. Ausführender dieses Aktes war der Fachbereichsleiter Personal, Herr Pierre Schmüth. Letztlich war dieser kein gewöhnlicher Fachbereichsleiter, anders als in allen anderen Dezernaten, stand keine Dezernatsleitung über ihm, beziehungsweise war nicht identisch mit der Oberbürgermeisterin Frau Emma Feste. CDU, sich wechselte dann aber später zu Frau Dr. Ulla Bruchstein, SPD. Thomas hatte nie eine sogenannte scharfe Missbilligung oder gar eine Abmahnung erhalten. Er war arbeitsfähig, arbeitswillig und frei qualifiziert. Verfügte über Erfahrungen in mehreren Arbeitsbereichen und hatte immer wieder auch Zusatzaufgaben übernommen. Und vor internen und externen Fortbildungen drückte er sich ebenfalls nicht im Gegenteil. Neben einigen unfreundlichen Worten und den Geschichten der Nerven in irgendeiner Möglichkeit man ihn kündigen, erhielt er diese Freistellung auch schriftlich ausgehändigt. Sie war sehr kurz gefasst und über die Gründe wurde in dem Schriftstück keinerlei Angaben gemacht. Das beschränkte Thomas Möglichkeiten, sich zu wehren, ungemein. Das war ihm sofort klar. Er war aus Überzeugung Sozialarbeiter und er war ebenso von der Maxime gute Arbeit für gutes Geld überzeugt. Nun aber hatte man ihn zum Fausten Sozialarbeiter Deutschlands gemacht. Er schämte sich vor seinen überlasteten KollegInnen, vor allem steuerzahlenden Menschen und auch vor sich selbst. Das nächste ist ein E-Mail, das habe ich noch am selben Tag geschrieben, wo ich weggeschickt wurde, auf Rat von einem Bekannten, den ich unterwegs in Lissabon traf. Das habe ich dann so an den Personalrat, die Gewerkschaft für Behindertenvertretung und so weiter geschickt, wo ich quasi unmittelbar als Gedächtnisprotokoll das an die Leute geschickt habe und auch an mich selber zu Hause. Und das E-Mail lautet so wie folgt. Guten Tag, als ich heute am 17.11.2014 zur Arbeit kam, rief mich kurz darauf mein Abteilungsleiter Herr Pfeffert an. Ich habe mich um 8
nur 45 im Vorzimmer des Pfarrers Landherrn Peer Schmid zu melden. Ich wandte mich in aller Eile an Herrn Hermann Fries, so Personal war, und fragte um Hilfe nach Frau Rehwolf, kurzfristig nicht erreichbar war. Dieser begleitete mich dann zwar, beschränkte sich allerdings aufs Zuhören. Herr Schmid sagte mir nicht, dass der Fachverweis mich nicht mehr für tragbar halte, anhand verschiedener Vorfälle. Herr Kapfer, mein Abteilungsleiter, wusste übrigens nichts hiervon, wie sich später herausstellte. Die Vorfälle benannte er wie folgt. Erstens, die Art und Weise, wie ich plötzlich eine Kundgebung zum Thema Hartz IV vor dem Jobcenter in Sachsenstraßen durchgeführt habe und insbesondere die entsprechende Dokumentation im Internet, sei geeignet, das Ansehen der Stadtverwaltung zu schädigen. In diesem Zusammenhang weist ich unter anderem darauf hin, dass weder bei der genehmigten Kundgebung noch in der Dokumentation erwähnt wurde und wird, dass ich Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Fastfingshafen bin. Beim Jobcenter bin ich auch seit Jahren nicht mehr eingesetzt. Zweitens, ich übe seit einiger Zeit eine genehmigte Nebentätigkeit bzw. freiberufliche Tätigkeit im Bereich Suchtberatung aus. Zuvor war ich von Seiten der Verwaltung auf konkrete Stellen in meinem Blog, Internetblog, hingewiesen worden, die geändert werden müssen. Zwei, soweit ich erinnere. Es geht hier darum, dass dies das nicht erkennbar sein dürfe, bei welcher Stadtverwaltung ich arbeite. Dies hatte ich seinerzeit umgehend, circa innerhalb 24 Stunden, selbstverständlich ausgeführt. Herr Schmid, zeigen Sie nun heute aber nicht, das habe ich ja nicht getan und dies sei also verbotene Werbung. Ich kann diesen Vorgang aber schriftlich so gelesen wie von Ihnen schildern. Übrigens hatte ich bis jetzt auch noch keinen einzigen Kunden. Und es trifft ihm gesagt nicht zu. Ich habe sofort getan, was mir aufgetragen wurde. Drittens, vor längerer Zeit erreichte alle Mitarbeiterinnen die Werbung für ein Stadtteilfest, versandt vom Büro einer Ortsvorsteherin. Ich habe sehr wenig Arbeitsanteil auf meiner derzeitigen Stelle. Das war ein achtender Posten, auch schon vorher ein Jahr. Sehr wenig Arbeit, daher machte ich mir die Mühe, einige eindeutige Rechtschreibfehler zuzumelden und auch meinen Eindruck zum verwendeten Foto freundlich zu äußern. Es handelte sich um ein menschenleeres Foto, welches für ein Volksfest war. Auch auf die Tatsache, dass nichts geändert worden war, ließ ich hin. Da so etwas ja auch Außenwirkung hat, hier ist es schon wichtig und konstruktiv, darauf hinzuweisen. Diese Mühe hatte ich mir gern gemacht. Herr Schmid verzeichnete dies aber als den negativen Pfosten, der nach Kraft und Überlaufen gebracht habe, wie ich dann eine gewählte Frontvertreterin der ein Angreifen verwirrt. Übrigens wurde in keinem dieser Fälle mit mir zuvor geredet. Weder von meinem Vorgesetzten meistens Freistell, noch vom Bereichspersonal, noch von sonst irgendjemand. Obwohl alles schon eine ganze Zeit lang her ist. Ich habe im Dienst der Stadtverwaltung seit 1992 noch nie eine Missbilligung oder gar Abmahnung erhalten. Ich bin theoretisch und fünfmal gegen anerkannter Schwerbehinderte
habe oft zusätzliche Ehrenämter übernommen, zum Beispiel beim nöchsten Ordensdienst als Wahlhelfer und als Fußkrankenhelfer. Mit Mühe gelang es mir, die Erlaubnis zu bekommen, meine persönlichen Dinge zuvor noch im Büro einzupacken. Mit Vehemenz in der Stimme fühlte mich der Herr Schmüß mir an, und ich sagte, irgendeine Möglichkeit wäre, mich zu kündigen, wäre dann das tun. Er rief mich nicht nach dem Gespräch unter Aufsicht eines anderen Mitarbeiters, Herrn Franzis Festinger, zu meinem Arbeitsplatz, da ich bis zur Franzinger Wirkung freigestellt und Verfassung der Muslime sei. Nach dem Zusammenpacken hatte ich dann Schlüssel und Stechkarte gegen Unterschrift abzugeben und das Gelände umgehend zu verlassen. Die Freistellung wurde mir in schlüsseler Form auch schriftlich ausgehändigt, allerdings haben wir keinerlei Gründe angegeben. Ich bin sehr erschüttert. Das wollte ich versuchen. Es kommt noch ein kurzer Nachsatz dazu. Es ist jetzt so, ich konnte auch hier das ganze Kapitel nicht lesen. Ich habe vorhin etwas gelesen, Seite 365. Also es ist jedenfalls jetzt die ganze Zeit später und da gibt es dann noch das Ende. Ich kenne das gut. Es gab aber zwischendurch auch einige doch sehr seltsame Anekdoten, die ich jetzt eben nicht, leider nicht alle erzählen kann. Es gab auch danach, auch in den letzten Tagen, gab es auch noch weitere, die kann ich noch lange erzählen, aber machen wir erstmal noch hier den offiziellen Schluss. Also, sage ich später nach. Von seinem Arbeitgeber hört Thomas Blochschlag zunehmend weniger. Er hätte frühzeitig in Rente gehen können. Und tatsächlich war er zweimal aufgefordert worden, sich doch zu tun. Er sah ihn noch darin keine Vorteile für sich und lehnte das ab. Richtig, er bekam sein Geld für nichts. Aber dafür konnte er nicht nachqualifizieren, erfahren, willig und arbeitsfähig. Frühzeitig auszuschalten, hätte nicht nur die Rentenhöhe dauerhaft vermindert. Sein Gehalt wäre nicht mehr gezahlt worden. Dieses aber konnte er für kreative und soziale Zwecke einsetzen. Und ganz tief drin hatte er auch immer noch die irrationale Hoffnung, eines Tages rehabilitiert zu werden. Der Mensch ist Freund, solange er lebt. Selbst als vor manchen in der Verwaltung unter den Corona-Verhältnissen mitten, versuchte man nicht, auf ihn zurückzugreifen. Er hatte aus erster Hand erfahren, dass MitarbeiterInnen sich durchaus regelrecht genötigt fühlten, zeitweise in anderen Bereichen zu wechseln, die verschiedenen Aspekten der Corona-Bekämpfung dienten. Ob sie das selbst wollten oder ob sie gesundheitlich überhaupt dazu in der Lage waren, schien dabei nicht wirklich interessant zu sein. Traurig. Jemand hatte einmal versucht, Thomas zu trösten, mit der Formulierung, er sei halt ein voll finanzierter Aktivist.
Das heißt, aber nur ein wenig. Er war kein Mathematiker oder Notenbremser. Überschlägig konnte er den Schaden aber einschätzen. Mit Vorsicht zu beschäftigen. Berechnete er seinen Flüchtlingslohn netto für 8 Jahre, kam er etwa auf 288.000 Euro. Brutto kostete er aber mehr. Nahm man dann nur 20% zusätzlich an, kamen gut 345.000 Euro zusammen. Nahm man weiterhin an, dass es in jeder der 80 deutschen Großstädte auch nur ein Fall gab, der ihm gleich oder ähnlich war, ergab sich eine doch nicht völlig unbeachtliche Summe. 27,6 Millionen Euro, um genau zu sein. Und dafür muss eine alte Frau bekannterweise ja doch ziemlich lange strecken. Vielen Dank. Ein letztes Lied, ich freue mich drauf. Wer nachher noch Fragen hat, kann man gerne aus dem Plenum raus oder auch informell kann man gerne noch Fragen stellen. Ich werde ehrlich antworten. Ich hätte auch noch zwei ganz kurze Zugaben, wenn ihr möchtet. Ne? Ich hätte von den Anekdoten angerichtet. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eins in meine Personalakte mal genommen aus Gründern und habe da mal noch einiges gefunden. Ein ganz, ganz wichtiges Schriftstück, die Freistellung. Ich habe sie mal mir in meinem Buch, das ist jetzt auch schon über 8 Jahre her, nicht auf alle gefunden und wollte mir den Namen notieren, die ist nicht in der Akte, ich habe schon gefragt, wo die denn ist, dann sagte mir die Kollegin,
Ach ja, wissen Sie, das ist ja auch irgendwie so in der Schwebe und im Umlauf und so weiter. Ne? Da konnte ich mich dann noch nicht beherrschen. Und so, oh ja, natürlich, seit 2004 sperrt. Ja, das andere, dann habe ich was gedacht, ich habe ja mal für eine gewisse Organisation, Hartz-IV-Beratung, ehrenamtlich kostenlos angeboten. Und da habe ich dann meine Gelegenheit auch noch kurz den internen Schriftwechsel, der stattgefunden hat, einsehen können. Und vor dem Verbot, ne, obwohl das schon angekündigt war und alles, ne, und da fand ich eine Formulierung wirklich faszinierend. Ne. Und da hat auch noch einer von den Hörern an den anderen Hörern dann geschrieben, über mich. Seine Flyer weisen darauf hin, dass er alle Verhaltensweisen kennt, die für die Ratsuchenden hilfreich bzw. schädlich in Bezug auf das Jobcenter und Hartz IV sind. Mann, ne? Also, was für die Leute gut ist, ist für das Amt schlecht. Ne? Ich habe, wenn das noch mehr mitnehmen möchte, ich habe mal hier die gesetzlichen Paragraphen, die zeigen, dass das Jobcenter denselben Auftrag hat. Das lassen Informationen und Hilfe. Ne? Aber meine Sorges haben das auch schon anders gesehen. Noch ein ganz kurzes. Ende November muss ich in Rente. Es sollte, glaube ich, euer Einsichten sein, etwa 6 Monate vorher sollte man tatsächlich anfangen, sich darum zu kümmern. Ich habe Ende August, den freundlichen Hinweis im Rahmen der Arbeitgeber Fürsorge bekommen. Ich möchte noch gelegentlich dann vielleicht daran denken, Rente zu beantragen. Fand ich ganz wunderbar, ne? Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit gemerkt, auch nach 31 Jahren kann man immer noch nicht meinen Vornamen richtig schreiben.